Ladies und Gentlemen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei PokéOne. Ja, es hat sich ein bisschen was getan. Ich war offscreen ein bisschen am Trainieren und mein Team hat sich auch ein bisschen verändert. Ich habe nämlich Radfratz und Paras rausgeschmissen und habe dafür ein Snubbull mir gefangen, was ich auch gleich auf Level 20 hoch trainiert habe. Und ein Traumato, was ich auch auf Level 20 hoch trainiert habe. Generell habe ich alle auf Level 20 hoch trainiert. Auch Mankey, Pikachu auf Level 23, Bisaknosp auf 24 und Carpador habe ich auf Level 20 hoch trainiert. Und es hat sich zu Garados entwickelt. Endlich! Und es hat auch das gute Siedewasser gelernt. Ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Und ich bin mittlerweile in einer Gilde. Ich kann das ja mal mittlerweile, ich kann das mal gerade zeigen. Und zwar die Gilde Wolves of Midgard. Aktuell drei Mitglieder. Drei Mitglieder? Also, wenn mich meine mathematischen Künste nicht ganz verlassen haben, sind das hier eigentlich vier Mitglieder. Ja. Tani ist die Gildenmeisterin und ja, wenn ihr Bock habt mitzumachen, könnt ihr auf jeden Fall in die Gilde kommen. Was ich auf jeden Fall jetzt erstmal machen werde, ich werde mich hier ein bisschen umschauen. So, denn ich habe die Stadt ja so noch gar nicht wirklich erkundet. Tü, 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 tü. So, einen wunderschönen Tag. So, eigentlich müsste ich hier ja auch irgendwie das Fahrradticket bekommen. Denke ich mal. So. Wo könnte es hier denn ein Fahrradticket geben? Das ist natürlich eine sehr, sehr gute Frage. Vielleicht hier? Das sieht mir aber mehr so nach einem Angelladen aus. Tür. Hallo Duck, hast du zufällig eine Angel für mich? Nein, aber er hätte da jemanden für mich, der mir da eventuell weiterhelfen könnte. So, ich öffne erstmal diese kleine Box. Ein Love Ball. Ja, gut. Nimm ich dann mal mit. Tü, 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 tü. Du hast mir bestimmt nichts Besonderes zu sagen. Erstmal Stadt erkunden. Aha. Hi. So, was haben wir denn hier Schönes? Eine super Trank. Ja, das finde ich gut. Finde ich cool gemacht mit diesen Leitern hier. So. Okay, hier geht es runter. Da ist der Markt. Da war ich tatsächlich schon. So. Hier ist gar nichts. Moment, was stand da drauf? Ach so, okay. Faszinierend. Gut, ich würde mal sagen, ich gehe erstmal hier oben erkunden. Urania City hat sich optisch doch ein bisschen verändert, wie man sieht. Jedenfalls hier im PokéOne. So, wenn ich hier weitergehe, hier geht es. Wieso geht es hier jetzt auch noch weiter? Ey, hallo? Hm.
So, da unten sehe ich auf jeden Fall ein Item. Hier soll es ein Secret Item geben. Hier in diesem Park soll es ein Secret Item geben. Ja, das stimmt ja auch nicht. Okay, ich fordere sie heraus. Okay, da muss ich glaube ich hier hinten rum. Was könnte denn das für ein verstecktes Item sein? An einem Stein in der Nähe von Treppen. Hier ist auf jeden Fall ein super Trank. Ein Stein in der Nähe von Treppen. Moment, da muss ich aber gerade nochmal gucken. Da käme doch dieser Stein hier in Frage. Nee, der ist es nicht. Dieser Stein wäre natürlich noch möglich. Okay. Aber dieser Stein ist es auch nicht. Den kann man kaputt machen. Ein Secret Item. Was für ein Secret Item? Ey, Mädel, du hast mich verarscht, oder? Warte mal, hier ist noch ein Stein. Ich klappe jetzt mal alle Steine ab. Aha. Wow, ein Pokéball, ernsthaft. Das war das Secret Item. Stinknormaler Pokéball. Würde mich verarschen. Fräulein? Fräulein? Bleiben Sie mal stehen. Ja. Oh wow, es war wirklich dieser stinknormale Pokéball. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ein stinknormaler Pokéball. Ja, was ist denn hier oben dann bitte? So, da fiel mir gerade vorbei. Dankeschön. Hier ist doch bestimmt auch noch was. Nur ein Stein, den man wieder kaputt machen kann. Wo geht es denn bitte hier oben hin? Okay. Und hier kann man besonders gut fischen. Offensichtlich kann man das. Es sind aber auch noch voll viele Häuser. Was ist denn hier los, ey? Aber hier ist niemand drin. Guten Tag. Mary Jane. Oh Gott, jetzt habe ich es verstanden. Mary Jane. Oh, oh, das war so klar. Nein, aber das merke ich mir. Diese alte Oma, die hätte gern ein Habitag und sie gibt mir dafür ein Purenta. Das ist tatsächlich ein guter Tausch. Mary Jane, das ist... der gute Shane kann es einfach nicht lassen oder sein Team kann es einfach nicht lassen, solche Wortwitze hier zu machen. Ja. Wohnt hier im Nachbarhaus dann vielleicht Peter Parker, also die beiden Brüder Peter und Parker natürlich. Ja gut. Aber warte mal, habe ich nicht schon ein Habitat gefangen? Ich muss mal nachgucken. Pokédex. Habe ich schon? Nee, ich habe noch kein Habitat. Schade. Das Purenta hätte ich mir tatsächlich gerne ertauscht gegen ein Habitat. Das ist, Purenta ist wesentlich seltener als Habitat. So. Gut, hier haben wir den Markt. Das ist einfach ein stinknormaler Markt. Okay. Ich gehe erstmal hier hin. Ja, sehr witzig.
So. Irgendwo hier gibt es doch irgendjemanden. Hi. Hey. Fräulein. Ich meine Freundchen, da ist ein Item. Das hätte ich gerne. Darf ich da einfach so hingehen? Darf ich. Okay. Okay. Ich komme schon an das Item. Was wäre denn, wenn ich. Warte mal, kann ich. Ich versuche mal den Fernseher zu manipulieren. Okay. Oh mein Gott, my TV, it works again, awesome! Achso, du guckst jetzt Fernsehen, ja, dann kann ich mir das Item hier nehmen, oder? Ein Supertrank! Jo, dankeschön. So, der alte Knacker kann weiter Fernsehen gucken, das ist doch auch was. So, hier war ein Item. Oh, wie groß ist denn die Stadt? Holy shit, okay, das ist die Arena. Das ist die Arena. Oh, das hier sieht richtig aus. Das hier sieht aus wie das Pokémon-Haus von Urania, oder wie das hier heißt. Der Pokémon-Fanclub. Was? Moment. Nuggets, Pearl. Warte mal, Nugget habe ich doch, oder? Warte mal, ich habe doch ein Nugget. Okay, warte mal, hier bitteschön. Ein Nugget. Was? Für 1000 nur? Ne, Fräulein. Fräulein, ein Nugget ist 5000 wert, nicht 1000. Ne. Also für den Preis nicht, Fräulein. Ein Nugget ist immer 5000 wert, nicht 1000. So. Der labert mich doch jetzt mit Sicherheit voll, oder? Und schickt mir dann das Bike-Ticket. It's about love. Ja. Okay. Ah, sehr gut. Das Fahrrad. Jawohl. Sehr gut. Und hier hätten wir einen äußerst verdächtigen Steg. Da haben wir Ehrennest. Mit dem sollen wir reden für eine Angel. Was ist denn hier jetzt bitte noch? What? Wie groß? John, was geht? Er sammelt Muscheln, okay. Da war ein Schwimmer. Wie soll man denn da hinten bitte hinkommen? Ach so, hier ist eine Treppe. Ja, okay. Hi. Oh, verdammt. Ich dachte, der wäre jetzt wirklich, das wäre jetzt cool, wenn er jetzt wirklich aufgefressen worden wäre. So. Aha, hier gibt es ein großes, böses Monster im Wasser. Pff, tot. Schade, schade. Er hat es überlebt. Ich meine, gut, dass es überlebt hat. So, und wir quatschen mal hier mit Ehrennest. Hi. Hello. Moment. Okay. Der Typ kann scheinbar nicht richtig reden. Vielleicht fehlt ihm ein Gebiss oder sowas. Man weiß es nicht. Ich hole mir auf jeden Fall erstmal das Item da. Okay, wie kriege ich ihn dazu, dass er mir eine Angel gibt? Ja, nein, hier hin. Was haben wir denn hier? Sticky Barb, okay. Okay. Wer hat mir nochmal von ihm erzählt? Das waren doch die hier oben, oder? Das waren doch die hier oben. Warte mal.
Okay, ich muss natürlich irgendwie herausfinden, was dem Typen fehlt. Also ich glaube, der Typ könnte mir eine Angel geben. Aber ich frage mich auch, wieso kriege ich keinen Quest für die Angel? Okay, ich frage nochmal hier nach, was mit dem Typen nicht stimmt. He only talks to other fishermen. Okay, wir müssen ihn mit einem Spruch anmachen. Okay. Okay. Wir sammeln Sprüche. So, schauen wir mal. Okay. Nicht schlecht. Ein schönes, beruhigendes Spiel. So, wir haben jetzt jede Menge Zitate von Fischern gesammelt. So, Save Fisherman Quote. Ich sag mal das erste. Dankeschön. Jawohl, easy. Easy. Sehr gut. Okay. Jetzt müsste ich rein theoretisch eine Old Wood haben. Ich kann angeln. Jawohl. Hier gibt's Seepair. Hier gibt's Seepair. Oh, Fishing only. Alter. Alles klar, ich weiß auf jeden Fall, was ich offscreen machen werde. Ich werde mir ein Seepair angeln. Fishing only. Okay. Ich werde mir offscreen auf jeden Fall ein Seepair angeln. Das wird auf jeden Fall bei Gelegenheit ins Team kommen. So, hier komme ich noch nicht hin. Ansonsten habe ich hier, glaube ich, quasi alles erkundet erstmal, oder? Das heißt, ich könnte theoretisch aufs Schiff. Ich gehe noch mal hier weiter. Hier müsste jetzt ja sowas wie die Dicta-Höhle kommen, oder? Ah, sehr gut. So, und hier war die Route rechts von Urania City. Mhm. Okay, ich mache erstmal die kleine Box auf. Ah, vielleicht ist ja mal ein Meisterball mit dabei. Nein, aber 100 Puku-Dollar. Warum auch nicht? So, ich würde mal sagen, ich mache das Schiff. Ich würde tatsächlich mal sagen, ich mache das Schiff. So, dort bekommen wir nämlich Zerschneider. Hi. Pirates, they took over the SSM. Ja, wenn das mal nicht Team Rocket ist, ne? Ja, lauf du Lulatsch, lauf. So, Freunde. Oh, hier sind Reporter. Okay, sie berichten darüber, dass Piraten die MSN übernommen haben. Natürlich sind es keine Piraten, sondern es ist Team Rocket. Das dürfte ja jedem klar sein. A young Trainer. hi. Wait. Okay.
Ja, natürlich gehe ich da jetzt drauf. Ladies and Gentlemen, just in time arrives this young trainer, it's Blob 340, about to bring light into darkness. More information will follow soon. Now, sports. Alles klar, so Freunde, jetzt gibt's auch für Kauleis hier. Piraten, ne? So. Tü. Hi. Ach so. Hier kann ich dann später rüberreisen nach Yodo. Tü. Guten Tag. Hi. Ja, Team Rocket. Hat er mich jetzt gerade ernsthaft nach einem Ticket gefragt? Ich, der versuche Team Rocket darunter zu boxen. So, Team Rocket, dann hau mal einen raus. Och, ein Fukano. Ja, das ist ungünstig, weil ich gerade Siedewasser habe und das tut sehr, sehr weh. Oh, Siedewasser ist so eine geile Attacke. Hohe Chance zum Verbrennen und eine Wasserattacke. Da wechsle ich dann doch mal aus und ich hole. Wieso hole ich Traumato rein? Wieso mache ich das? Wieso habe ich gerade auf Traumato gewechselt? Kann das mal jemand verraten? Play nice, ah? Ja, ich play auch nice. Ich headbutte mich nämlich. Alter. Tü. Kabam. Ja, mach du Donnerwelle. Ich bin nämlich schon paralysiert. Pikachu, das ist nicht sehr intelligent. Was machst du da? Was hat denn jetzt für eine Aktion? So. Naja, dass der Captain den zerschneidert, das ist mir durchaus bewusst. So, ich gehe die MSN natürlich so auf, wie ich es gewohnt bin. Mal gucken, ob das funktioniert. Haben wir noch so aus dem Paraheiler? Nicht wirklich. Habe ich wohl alle im Training aufgebraucht oder so? So. Ich gehe erstmal hier rechts lang, weil hier geht es ja nach unten. Eventuell gibt es dort ein Bett, wo man sich heilen kann. Ich bin mir aber nicht sicher. Warte mal. Mülleimer. Ah, nichts drin. So. Hier ist alles komplett leer. Ja, schade. Aber Moment, das sehen so aus wie die Betten. Das sieht so aus, aber scheinbar geht es nicht. Okay, man kann sich ja scheinbar nicht heilen. Das könnten die Betten gewesen sein, tatsächlich. So, dann klappern wir mal die Räume hier unten ab. Aber dann war doch schon mal ein Item, sehr gut. Ein Supertrank, jawohl. Auch hier kann ich nichts mit den Betten machen. Ich glaube, man kann sich hier nicht heilen. Ich glaube, das geht hier nicht. Tü. Hi. Na? Okay, hier unten sieht soweit alles friedlich aus. Hi. Was? Moment. Hat sich was gesagt wegen Healing? Ach, where we are heading. Ich habe verstanden, Healing. Ich lese nur noch Healing. Ich lese nur noch Healing, aber scheinbar geht das hier echt nicht. Ja, ein Zimmer haben wir ja noch. Ein Zimmer haben wir ja noch, aber hier ist auch gar nichts. Tü.
So, dann sind wir unten auf jeden Fall schon mal durch. Dann gehen wir mal die Räume hier ab. So, hier ist ein Item. Das ist doch schön. Eine Max Potion. Oh, nice. So, Penny. Die Rocket versteckt sich dann wahrscheinlich oben, oder? Würde ich jetzt mal vermuten. Ach komm, irgendwann muss doch mal so ein Blick in den Mülleimer belohnt werden. Irgendwann wird es doch mal belohnt. So, Tommy, komm schon, du jetzt aber. Ha, ich wusste es. Ein Hypertrank, jawohl. Ich wusste es doch, das lohnt sich. Das lohnt sich. Während ich hier im Chat schon wieder irgendwelche legendären Pokémon sehe, natürlich. Man hat ja auch sonst nichts zu tun. So, was haben wir hier? Oh, TM44. TM44. Was haben wir denn da? TM44. Oh, Rest. Das ist nicht schlecht, das kann ich später vielleicht sogar noch mal gebrauchen. Ah, da war der nächste Team Rocket Dude. Moin. Ach, das ist hier ihre Hochzeitsreise, oder was? Warte mal. Du versperrst hier so ziemlich auffällig den Mülleimer, aber da ist nichts drin. Wenn ihr eine Hochzeitsreise macht, wieso seid ihr so mega weit auseinander? Gibt es hier etwa Ehekrach? So, da haben wir den nächsten Team Rocket Typen. Und hier haben wir noch ein Item. TM31. Alter. 31. Oh, Brick Break. Kann ich mir angucken, wie stark die Attacke ist? Brick Break müsste Durchbruch sein. Durchbruch wäre ideal für. Ah, lol. Guck mal, wenn man hier über die TMs geht, sieht man in grün und rot unten rechts, welche Pokémon das lernen können. Das ist mir doch gar nicht aufgefallen. Okay, Brickback wäre tatsächlich was für Mankey. Aber ich spare mir das noch auf, weil ich mir das offscreen immer dann gerne überlege. Hi. Team Rocket. Ja, ich würde euch gerne hier runterkloppen, bestmöglichst noch in dieser Folge. Ach, du hast Fukan, oder? Das ist ja praktisch. Ich habe nämlich Siedewasser. Oh, gar, das ist so geil, einfach nur. Ach ja, noch ein Fukano. Ich drücke mal ganz gepflegt auf Siedewasser. Ja, Helping Hand. Das macht im Doppelkampf vielleicht Sinn, aber Fukano, du bist alleine. Warum benutzt du das? So. Ich glaube, wenn ich hier runtergehe, geht es hier nämlich richtig weiter. Deswegen gehe ich erstmal nach oben. Okay, hier ist auch ein Team Rugged Dude. Okay, vielleicht geht es auch hier oben tatsächlich weiter. Ich weiß es nicht. Ich mach mal Biss. Mach ich damit gut Schaden? Ja. Ja, doch. Doch, 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 das geht. Ich bin vom Level ja auch ziemlich gut. Die sind so Level 19, ich bin so Level 20. Das ist eigentlich gut okay. Bin ich nicht so mega krass überlevelt. Passt eigentlich. So, das brauchst du nicht lernen. Dann gehe ich vielleicht doch gleich noch unten weiter, weil hier oben sind so viele Rockets. Oma, Dankeschön. So, was haben wir hier? Ein Ether. Ja, natürlich. Natürlich. So.
Dann ist da unten wahrscheinlich die Küche oder irgendwie so. Oh, du willst kämpfen? Was? Ja. Den Fishing-Guru, den kenne ich mein Bester. Und du hast ein Goldini. Ein Goldini. So, da das ein waschechter Angler zu sein scheint. Oder Fischer. Ruf ich doch mal Pikachu. Und er hatte nicht getroffen mit seinem super Schall. Das gefällt mir. So, sehr gut. Der ist vom Level jetzt aber wieder auch ein bisschen niedriger tatsächlich. So. Pikachu macht das schon, gar kein Problem. Boah, Crit. Heilige Scheiße. Mann, Mann, Mann. Was ein Crit. So, warum auch immer du jetzt gegen mich kämpfst, ich weiß es nicht. So, darf ich hier rein? Ja. Sieht nicht danach aus. Okay, okay. So, und hier geht es doch mit Sicherheit weiter, wenn hier so viele Rockets sind. Das heißt, ich gehe gerade noch mal hier runter und schaue mir die Räume da unten an. Ach, hier geht's einfach nur in die Küche, oder was? Die Küche! Hä? Du greifst mich jetzt an? Willst du mich jetzt komplett verarschen? Anstatt, dass du gegen Team Rocket kämpfst? Das ist ja wohl ein Scherz. Ach, jetzt willst du mich hier ausstauen, oder was? Soll es ein Scherz sein? Komm schon, Junge, nicht ernsthaft. Bitte nicht stolen. Na ja, komm. Garados schaffst du. Gar kein Problem. Ich weiß übrigens, dass uns hier auf der MSN gar nicht Gary erwartet, sondern halt, wie man schon sieht, Team Rocket. Genau gesagt, Jesse und James werden uns gleich wieder nerven. Ich glaube, Gary sehen wir dann tatsächlich erst wieder im Pokémon-Geisterturm hier von Lavandia. So. Ey! Du willst auch kämpfen? Was seid ihr? Kämpfende Köche, oder was? Ja, komm. Dann macht Garados das auch noch. Nein, bitte nicht vergiften, danke schön. Ah, Level 21, gleich können die anderen da nicht mal ran. Aha. Bist du schon Psycho? Oder noch nicht? Ich werde es vielleicht nie herausfinden. Hier ist doch bestimmt irgendwo was drin. Ich tue mir mal gerade tatsächlich Pikachu nach vorne. Dann kann ich die leichter wegmachen. So. Oh, Seeper kann man sich hier angeln. Oh. Ich weiß auf jeden Fall, was ich glaube ich gleich machen werde. Wobei, da müssen wir ja gleich schon jemanden rausnehmen. Hm. Also ich werde mir hier offscreen auf jeden Fall einen Seeper angeln. Und das Seeper auch wirklich super, super gerne mit ins Team nehmen. Allein schon später wegen Seedra King. Weil Seedra King ist awesome geil. So, X-Attack. So, dann machen wir den hier gerade auch noch fertig. Der wird doch bestimmt auch kämpfen, oder? Jawohl. Oh.
Damit habe ich jetzt nicht ganz gerechnet. Alter. Okay, ich wechsle dann mal. Jawoll. Jawoll. Hier komm, Rasierblatt. Ciao. Verdammt, du überlebst das? Nein! Ja. Kann ich das Schiff auch zwischendurch wieder verlassen? Das ist ja doch schon hart. Das war jetzt ja doch nicht ganz ohne. Aber rauszugehen habe ich eigentlich echt keinen Bock drauf. So, gucken wir doch mal. Was haben wir denn so an Heilzeug dabei? So, Pikachu kriegt mal einen Supertrank. Genauso wie dieser Knosp. Ja, das muss eigentlich reichen. Ich kann ja mal Snubbull nach vorne tun, tatsächlich. So. Alter, sind das viele. Holy shit. Das sind sehr viele. Natürlich enttaubt sie, aber ich habe jetzt zum Glück den Donnerzahn drauf. Wow, really? Natürlich triffst du... Ach, das ist doch ein Scherz, ey. Gut, dann hole ich halt Pikachu rein. Ach, scheiße, ich habe auf Charge-Spiel nicht mehr so... Okay, jetzt habe ich die Schnauze voll. Nicht die ganze Zeit Wirbelwind, mein Freund. Das nervt. So, einfach mal wegbeißen. Zack. Easy peasy. Congratulations, you level up. Dankeschön. So, wieso ist hier eine Träne drin? Ich dachte, ich kriege ein Item. Nein! Mir gehen langsam die AP aus. Radfratz. Verfolgung. Glaubst du, ich wechsle aus, oder was? So. Hallo, Pikachu. Na, wie geht's dir denn? Oh, könnt ihr mal aufhören, mich alle zu paralysieren? Ich kämpfe gegen Team Rocket. Oh. Okay. Ich wechsle mal auf meinen Pikachu. Dass ihr mich alle hier paralysiert, finde ich gar nicht geil. Ach komm schon. Es reicht einfach nicht. So. Verdammt, und ich habe keine Paraheiler mehr. Ich habe keine Paraheiler. Wieso gibt es hier irgendwie ein Item oder so? Sieht nicht danach aus. Okay. Super Potion habe ich denn? Ich habe echt nichts. Verdammt, ey. Das ist natürlich echt ärgerlich. Ja, ich habe so ein Ding. Das will ich jetzt eigentlich nicht so ganz verschwenden. Ich pack mal Garados nach vorne. Oh Gott, viel da noch kommen. Ich glaube, dann werde ich nach diesem Kampf die Folge erstmal beenden. Dann machen wir die nächste Folge hier weiter. Weil das sind ja doch noch ein paar viele, die hier kommen, ne? Double Kick. Ja, gut. Mach du mir ein bisschen Schaden von mir aus. Ich beiß dich dann nochmal, ne? Hast ja nichts gegen.
So, schauen wir noch kurz hier rein. Hier ist nichts. Oh, Moment. Hier ist doch was. Ein Item. Ein Rare Candy, jawohl. Sehr gut. Okay, dann würde ich mal sagen, stelle ich mich neben diesem jungen, attraktiven Rocket-Typen hin. Werde noch gerade diese Box öffnen. Ja, schauen wir mal, was haben wir hier. Duskball, Loveball und nochmal 100 Pokédollar. Okay. Gut, dann würde ich mal sagen, machen wir in der nächsten Folge hier weiter auf der MSN. Kloppen Team Rocket hier runter, holen uns dann hoffentlich den Zerschneider. Und ich darf nicht vergessen, dass ich nochmal zurückgehe und mir da das Fahrrad hole. Wobei, das kann ich eigentlich auf den Rückweg machen, wenn ich mich auf den Weg begebe zum Felstunnel. Ich glaube, dann hole ich erst das Fahrrad. Dann mache ich vorher noch rechts die Route tatsächlich. Gehe vielleicht auch noch durch die Dicta-Höhle, um mir Blitz zu holen. Ja, na wobei, wenn ich da schon überall Fahrrad hätte, wäre es eigentlich nice. Vielleicht mache ich das auch doch direkt hier nach. Und natürlich ein Seeperfang. Das hätte ich sehr, sehr gerne. Und im Felstunnel weiß ich auch schon, dass es Glumandas da gibt. Ja, das will ich mir natürlich auch sehr gerne holen. Aber wie es hier auf der MSN weitergeht, sehen wir... Oh, ein Meisterball für 40.000, ja. Ja, wie es hier auf der MSN weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein, bis dann und ciao.